Vegan zu essen ist mehr als ein Trend. Die Ernährung auf rein pflanzlicher Basis hat sich bei uns unwiderruflich etabliert. Tendenz weiter steigend. Die Corona-Krise hat die Zweifel an der traditionellen tierischen Ernährungsweise weiter befeuert. Ich würde auch behaupten, dass wir Covid-19 nicht hätten in einer veganen Welt. Doch heißt vegan gleich gesund? Vegan sagt nichts über den Gesundheitswert aus. Überhaupt nicht. Das kann nie eine Kostform für sich alleine bestimmen. Das ist eine ethische Einstellung, eine Lebenseinstellung, wo es darum geht, eben, dass man diese Ausbeutung, Gewalt, Töten an Tieren, dass man das einfach ablehnt. Da kann man schwere Nervenschädigungen kriegen und Blutbildschädigungen. Also wirklich auch ernsthafte Erkrankungen, die es einfach zu vermeiden gilt. Der Vegan-Boom ist jedenfalls ungebremst. Wenn man sich das gesamte Wirtschaftswachstum anschaut, da haben wir ein Wirtschaftswachstum in Österreich über die letzten 20 Jahre von ungefähr 2% pro Jahr. Und im veganen Bereich waren das sicher 20-30% pro Jahr. Und das muss einmal jemand nachmachen. Fleischbasierte Ernährung erscheint vielen als ungesund. Doch auch der komplette Verzicht auf tierische Produkte hat seine Tücken. Nicht alles, was der Körper braucht, lässt sich aus Pflanzen gewinnen. Und auch vegan bedeutet nicht automatisch gesund. Man kann sich auch total ungesund vegan ernähren. Wenn man den ganzen Tag Pommes frites und weiße Nudeln isst und nur Kekse, dann ist vegan natürlich nicht gesund. Und was ich aber jeder veganen Person empfehle, ist, sie regelmäßig beim Mediziner einer Gesunduntersuchung, einer Blutuntersuchung eben zu unterziehen. Die Veganer, die eben überhaupt keine tierischen Produkte zu sich nehmen, die laufen Gefahr, an Vitamin B12, an Eisen, an essentiellen Fettsäuren, Mangelerscheinungen zu haben. Am Machfeldkanal in der Nähe von Wien. Hier trainiert der schnellste Mann Österreichs. Andreas Wolter ist 34-facher Staatsmeister im Laufen. Seit mehreren Jahren ernährt er sich nur noch von Pflanzen. Geht es ihm seither besser? Definitiv der größte Effekt, den ich feststelle. Also meine Regeneration, meine Erholung kommt mir absurd schnell vor einfach. Also ich habe harte Trainingseinheiten, ich habe Wettkämpfe und ein, zwei Tage nachher fühle ich mich wieder frisch. Also das ist wirklich was ich mir zugegeben gar nicht erwartet hätte, aber was ich wirklich subjektiv, was mir bewusst einfach auffällt. Profisportler haben einen höheren Energieverbrauch. Einwände der Trainer, dass vegane Ernährung nicht für den Spitzensport geeignet sei, kann der Leichtathlet entkräften. Er ist ein Gamechanger. Das Betreuungsumfeld hat sicher ein kritisches Auge drauf gehabt, weil man sagt, okay, man geht in gewisser Weise ins Unbekannte rein als Sportler. Es gibt halt nicht schon seit Jahrzehnten eine vegane Ernährung im Spitzensport. Aber wenn man sagt, okay, ich kann die Leistung bringen, die ich gerade bringe und ich bin in Bestform, ich laufe so schnell wie noch nie, dann ist das, glaube ich, einfach ein Zeichen, okay, das funktioniert. Andreas Wolter ist überzeugter Veganer. Es geht ihm dabei aber nicht so sehr um seine Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Vielmehr möchte er mit seiner Lebenseinstellung das Leid der Tiere vermindern. Ich habe mich vegetarisch ernährt, mal 1,5 Jahre oder so. Habe mich da dann intensiver beschäftigt, habe dann gesehen, okay, Milch- und Eierindustrie ist eigentlich auch nicht wirklich leiwand, ist vielleicht sogar schlimmer als die Fleischindustrie. Und irgendwo war dann halt der Punkt für mich da, wo ich, ja, muss man eigentlich so sagen, meine eigene Heuchelei quasi nicht mehr argumentieren habe können, weil ich gesagt habe, okay, ich hätte von mir behauptet, ich mag Tiere gern und gleichzeitig habe ich jeden Tag mehrmals eigentlich dafür bezahlt, dass eben genau die Tiere, die ich eigentlich behaupte zu mögen, halt ausgebeutet, getötet werden und so weiter, was halt so passiert. Und da war einfach der Punkt für mich da, wo ich gesagt habe, okay, ich will mein Handeln und meine Einstellung was in Einklang bringen. Zu Hause bei Familie Wolter wird großteils vegan gegessen. Auch Andreas' Schwester Anja lebt seit Anfang des Jahres vegan. Die Umstellung ist ihr nicht schwer gefallen. Prinzipiell im Alltag funktioniert super zu Hause.
gerade jetzt in Corona-Zeiten kann man ja kochen, was man möchte. Aber wo es schon schwierig ist, ist, wenn man halt essen gehen möchte. Also da muss man schon sagen, da ist man ziemlich eingeschränkt. Viele ihrer Freundinnen und Freunde versuchen, weniger Fleisch zu essen. Am Land natürlich, man bekommt immer irgendeine vegane Speise, sei es dann im schlimmsten Fall der Salat mit Gemüse beim Heurigen. Aber jetzt richtige, spezielle vegane Speisen kriegt man halt sehr selten. Wir sind am Judenplatz im Stadtzentrum von Wien. Die Gastgewerbefachschule hier ist die erste Schule in Österreich, die seit mehreren Jahren junge Köchinnen und Köche zu veganen Kochexperten ausbildet. Ich glaube, dass das vegane Kochen sehr in den Mittelpunkt rückt und dass es ein Trend ist, der in Zukunft einfach verstärkt vortreten wird. Einfach aus gesundheitlichen Gründen, aus ökologischen Gründen, dass das vegane Kochen einfach immer wichtiger wird und immer mehr Gäste es auch einfordern. Zum Beispiel, ich komme aus Mauritius und dort haben wir immer vegetarische Speisen gekocht und ich liebe das mit viel Gewürz. Und mir ist es sehr einfach zum Kochen, vegan auch. So. Ich mag gern. Am Anfang mochte ich das Vegane selber nicht so sehr, aber jetzt mag ich es schon mehr, wenn ich ehrlich bin. Es gibt so viele Gerichte, die dann eigentlich doch gut schmecken, wo man denkt, ah, das ist vielleicht doch nicht so gut und dann ist es aber doch gut. Ja, meine große Schwester ist Veganerin. Also es wird auch zu Hause öfter mal vegan gekocht. Also es ist eigentlich so wie jede andere Küche auch. Heute absolvieren die Köchinnen und Köche ihre Abschlussprüfung im veganen Kochkurs. Mit viel Fantasie und Kreativität bereiten sie die unterschiedlichsten Gerichte zu. Gut ausgebildete vegane Köche sind sehr gefragt am Arbeitsmarkt. Man muss sich schon auskennen, ja? Weil das ist, ich meine, wenn man, auch wenn man irgendwo hin essen geht oder was, ja, da kriegst du halt dann ein Salatplatten, ein bisschen Gemüse und da glaubst du es ist schon. Ja? Aber heutzutage ist das nicht mehr so. Sondern man muss einfach die Basics wissen, ja, wie man was austauscht. Darum ist es auch hier in der Schule so toll, dass die Ausbildung so lange schon gemacht wird. Da lernen sie mal von Grund auf, was das bedeutet, was das heißt. Und wenn du das intus hast, ist das überhaupt kein Thema. Dann brauchst du nur mehr zu Hause Kühlschrank aufmachen, lernen und alles andere, was halt ist auch, austauschen. Und dann lebst du ganz normal wie jeder andere auch. Herr Kröpfel ist der einzige vegane Haubenkoch in Österreich. Der ehemalige Küchenchef im Hotel Hilton und Hotel Imperial in Wien hat sich durch die Diplomarbeit seiner Tochter mit der Massentierhaltung beschäftigt und ist vom Fleischesser zum Veganer mutiert. Gemeinsam schreiben Tochter und Vater das erste vegane Kochbuch. Und das war für mich dann das Ende. Also da habe ich gesagt, na, das will ich und kann ich nicht mehr vertreten. Und das war eigentlich relativ sehr schnell. Also weil der Kollege hat mir gefragt, naja, wie lange hast du denn da braucht zum Umstellen? Ich habe gesagt, ja, genauso wie Lichtschalter ein- und ausschalten. Weil für mich ist es 99% ethischen Grund. Weil es gibt auch Gründe, natürlich aus gesundheitlichen, aber mir ist welche ethisch, weil einfach das, was da aufgeführt wird heutzutage, das passt überhaupt nicht. Wir haben da gesagt, nein, man muss was tun und nur zuschauen, das geht auch nicht. Vieles ist in Bewegung gekommen. Heute leben laut Gallup-Institut über 100.000 Menschen in Österreich vegan. Nach wie vor eine kleine Gruppe, die aber rasch im Wachsen begriffen ist. Die Veganer sind sehr aktiv, wie hier bei der Vegan Mania auf der Donauinsel in Wien. Immer mehr Menschen wollen sich ausschließlich pflanzlich ernähren. Ein Boom? Dort momentan ist ein Boom. Man hat auch 2012, 2013 hat es ganz interessante Untersuchungen gegeben, wo man gesagt hat, ja, es ist mehr im Lifestyle-Bereich. Ich glaube, das hat Fridays for Future bewiesen, dass das nicht im Lifestyle-Bereich ist, sondern dass man hier die jungen Menschen, die junge Generation etwas unterschätzt, sondern dass sie durchaus die Tragweite begreifen, wo Soja angebaut wird, mit was eben unsere Tiere hier gefüttert werden, wo Nitrat entsteht. Und ich glaube, das kann so manche 16-Jährige momentan besser beschreiben als so manche 60-Jährige. Wir haben nachgefragt. Nicht ein Modetrend, sondern ernsthafte ethische Überlegungen sind das hauptsächliche Motiv für vegane Ernährung. Ich ernähre mich vegan, weil ich mir angeschaut habe, wie die Massentierhaltung ausschaut. Und ich habe das ziemlich ekelhaft gefunden, wie die Lebensmittel produziert werden. Und das hat mich dann abgeschreckt. Diese unbeschreibliche, grausame Haltung, um Profit zu machen.
wo man eigentlich sagen könnte, es gibt auch andere Möglichkeiten. Dieses billige Fleisch, nur damit man Fleisch im Kühlschrank hat, ist halt auch immer sehr traurig eigentlich auch, weil es auch anders geht. Also es gibt viele verschiedene Gründe, auch die Umwelt. Wenn man dann halt so rein recherchiert, dann gibt es viele Optionen. Und ich glaube, im Endeffekt ist es ein bisschen von allem dann. Aber ja, vor allem wegen dem Leid der Tiere, das einfach nicht so sein sollte. Hauptsächlich aus Tierrechtsgründen, da mir die Tiere sehr leid tun und ich das Leid verringern will. Aber auch aus Umweltgründen, da ich mal meinen Fußabdruck ausrechnen habe lassen und dann drauf gekommen bin, dass die vegane Ernährung sehr viele Emissionen einspart. Vegan essen aus Respekt vor den Tieren ist keine Erfindung der heutigen Zeit. Am Himalaya zum Beispiel gibt es eine lange Tradition von Veganern, die sich mit viel Kenntnis und Wissen bedarfsgerecht ernähren. Prinzipiell kann man sehr wohl ohne tierische Nahrungsmittel leben. Wenn man ein bisschen in die Geschichte und vor allem in die Religion zurückblickt, dann sieht man, dass in Religionen wie dem Hinduismus oder dem Buddhismus diese vegane Ernährungsform schon seit Jahrhunderten, wenn nicht seit Jahrtausenden, praktiziert wird. Hintergrund für diese religiös motivierte Ernährungsform ist vor allem der Respekt und die Achtung vor jedem Leben. Insofern sind da auch die Tiere mit eingeschlossen. Der brutale Umgang mit Tieren, die nicht artgerechte Haltung und der scheinbar unersättliche Fleischhunger der Gesellschaft können die Gesundheit von Tier und Mensch gefährden. Ich würde behaupten, dass wir Covid-19 nicht hätten in einer veganen Welt. FAO, WHO seit 20 Jahren warnen davor, dass eben die Gefahr von Pandemien in der Massentierhaltung groß sind, weil wir dort das Gegenteil von dem tun, was wir unter Menschen derzeit predigen, also die Regierung uns sagt. Wir sollen quasi Social Distancing machen. Wir stehen jetzt auch weit voneinander entfernt. Massentierhaltung ist das genaue Gegenteil davon. Da stehen die Tiere Körper an Körper, 50, 60, 70.000 mit einem schlechten Immunsystem in den eigenen Exkrementen. Und wenn da ein Virus mutiert, dann kann sogar ein sterbendes Tier diesen Virus weitergeben. In der Natur ist es so, dass wenn ein Virus mutiert und sehr tödlich wird, dass dann das Virus mit dem Tier, mit dem Wirt, üblicherweise ausstirbt und damit ist ein besonders tödlicher Virus nicht besonders langlebig. In der Massentierhaltung ist dieser Mechanismus ausgehebelt. Dort kann auch ein besonders tödliches Virus sich von einem sterbenden Tier noch auf die anderen 60.000, 70.000 ausbreiten. Um die Tiere bei ungeeigneter Haltung am Leben halten zu können, werden massenweise Antibiotika eingesetzt. Da geht es darum, dass wir 70-80% der Antibiotika weltweit in der Massentierhaltung verwenden und nicht in der Humanmedizin, was auch unglaublich ist eigentlich. Auch die Reserveantibiotika, die letzten, die noch wirklich wirksam sind, auch die werden in der Geflügelhaltung in Deutschland überall eingesetzt. Da ist die Wahrscheinlichkeit sogar sehr hoch, dass wir diese Waffe verlieren und dass wir die Medizin eigentlich in einer Zeit zurückbringen vor der Erfindung des Penicillins, was eigentlich auch unglaublich ist. Beim Einkaufen am Wiener Ippenplatz treffen wir Hanni Rützler. Die international bekannte Foodtrend-Forscherin fordert eine bewusstere Wahl der Lebensmittel. So könnte der Fleischkonsum reduziert und Fleisch besser genossen werden. Jahrhundertelang war Fleisch was Rares, Edles, Teures, was Wertvolles und ist dann eigentlich mit der Industrialisierung des Fleischkonsums mit den 60er, 70er Jahren zur Alltagsspeise geworden. Und auch der Druck, immer größere Mengen billiger herzustellen, hat eigentlich die Tiere, manchmal habe ich das Gefühl, wir behandeln sie wie Schrauben. Das wurde sehr abstrakt, da ging es wirklich nur mehr darum, schnell viel herzustellen. Und in den letzten Jahren haben so Gegenbewegungen angefangen. Also es gibt mehr Qualitätsinitiativen, aber es geht sehr langsam. Und Veganer haben sehr früh gesagt, das geht so langsam, das macht keinen Sinn. Da verliert man den Appetit, wenn man sich weltweit die Produktionen anschaut und haben einfach als Lösungsvorschlag ganz auf diese Lebensmittelgruppe zu verzichten. Der Verzicht auf alles vom Tier ist für Veganer das einzig ethisch vertretbare Verhalten. Doch ist das auch gesund? Studien belegen, je weniger Fleisch man isst, desto gesünder ist das für den Körper. Gilt das aber auch, wenn man, wie die Veganer, komplett auf alle tierischen Produkte verzichtet? Sie haben ein höheres Risiko an
bestimmten Mikronutrientien Mangelerscheinungen zu haben. Und das betrifft vor allem die Veganer, die eben überhaupt keine tierischen Produkte zu sich nehmen. Die laufen Gefahr, an Vitamin B12, an Eisen, an essentiellen Fettsäuren Mangelerscheinungen zu haben. Wichtige Nährstoffe wie beispielsweise Eisen, das in pflanzlichen Lebensmitteln enthalten ist, können im Gegensatz zu Eisen aus Fleisch und Fisch vom menschlichen Körper nur sehr schlecht verwertet werden. Ein lebenswichtiger Nährstoff ist das Vitamin B12, das wir für die Zellteilung und unser Nervensystem brauchen. Es kommt ausreichend nur in tierischen Lebensmitteln vor. Vitamin B12, das empfehlen wir bei der veganen Ernährung, weil da doch viele Menschen einen Mangel kriegen. Und ein Vitamin B12-Mangel ist auch internistisch, neurologisch eine ernsthafte Situation, das möchte man nicht. Da kann man schwere Nervenschädigungen kriegen und Blutbildschädigungen. Also wirklich auch ernsthafte Erkrankungen, die es einfach zu vermeiden gilt. Besonders gefährdet sind deshalb vegan lebende Schwangere und stillende Mütter, aber auch Kleinkinder, die nur pflanzlich ernährt werden. Ihr Bedarf an bestimmten Nährstoffen wie Kalzium, Eisen und Vitamin B12 ist viel höher und mit veganer Ernährung alleine schwer zu erreichen. Ich persönlich würde davon abraten, dass man eben insbesondere in den Phasen des starken Wachstums, und das ist eben das Kindes- und Jugendlichenalter, insbesondere in den Phasen sollte man schon versuchen, es muss jetzt keine omnivore Kost sein, also kein Allesfresser, sondern eine vegetarische Ernährung zumindest über einen gewissen Zeitraum einzuhalten und jetzt nicht unbedingt in das Extrem der veganen Ernährung zu gehen. Immer wieder diagnostizieren Ärzte aufgrund eines dramatischen Nährstoffmangels schwere Erkrankungen, beispielsweise durch ein Vitamin B12-Defizit. Aus München sind Berichte publiziert, die gefunden haben, dass Kinder von Müttern, die sich längere Zeit schon vegan ernährt haben, im CT fassbare Veränderungen des Gehirns aufgewiesen haben. Aus Salzburg gibt es Berichte über mehrere Fälle von Kindern, die sehr schlapp waren und eindeutige Vitamin D und Vitamin B12-Mängel aufgewiesen haben. Schwere Krankheiten und Mangelzustände, die leicht zu vermeiden wären. Veganer sollten daher die betreffenden Substanzen und Spurenelemente zusätzlich zu sich nehmen, supplementieren. Besonders in England, in Universitäten, ist das sehr üblich, dass sich junge Leute vegan ernähren. Und ich kenne einige davon, die aber jedes halbe Jahr brav kommen, ihren Vitamin- und Spurenelementstatus machen lassen. Und die nehmen Supplemente und haben nicht die geringsten Mängel. Die schauen wunderbar ausgedeiht, wunderbar unter der Voraussetzung, dass man den Status beobachtet, aber die Supplemente regelmäßig einnimmt. Hier an der Fachhochschule für Gesundheitsberufe in Linz unterrichtet Pia Wildfellner. Die vegan lebende Diätologin nimmt selbstbestimmte Spurenelemente und Vitamine ein. Ich supplementiere, genau, also ich habe vier Substanzen in meiner Ernährung. Das ist EPA, DHA, Vitamin D und Vitamin B12, was ich persönlich substituiere. Genau. Und was ich aber jeder veganen Person empfehle, ist, sie regelmäßig beim Mediziner einer Gesunduntersuchung, einer Blutuntersuchung eben zu unterziehen. Wichtig ist nur, Veganer haben andere Laborwerte. Und deswegen hat auch die Vegane Gesellschaft Österreich einen Laborwerte-Check auf einer Homepage. Oder man kann dort auch telefonisch anrufen, weil natürlich ein Allgemeinmediziner, der mit diesem Thema nicht konfrontiert ist und ein Labor, was nicht auf das spezialisiert ist, wird einfach hier dann auch nicht genau nachschauen. Und viele Dinge werden dann maskiert und gelten dann als okay. Dabei liegt eigentlich hier zu wenig dann im Körper vor. Grundsätzlich seien Veganer laut einem Ernährungsbericht des österreichischen Gesundheitsministeriums gleich gut mit Nährstoffen versorgt wie Vegetarier und Fleischesser. Bei 90% aller Vitamine und Mineralstoffe hatten die vegan lebenden Menschen die besten Zufuhrwerte, besser als die bei den vegetarischen und fleischessenden Menschen. Es gab einzelne Vitamine wie Vitamin B12 und Vitamin D, wo man darauf achten muss als vegan lebender Mensch. Deswegen empfehlen wir von der veganen Gesellschaft auch,
zum Beispiel das zu beobachten, sich dessen bewusst zu sein, angereicherte Produkte zu verwenden, also zum Beispiel Sojamilch, wo Vitamin B12 beigesetzt ist. Oder wenn man eben nicht genau auf die Ernährung achten will, dann kann man natürlich auch supplementieren. Zahllose Studien belegen, dass sich Veganer gesund und bedarfsgerecht ernähren können. Die Betreiber der Swing Kitchen sind seit Jahrzehnten überzeugte Tierrechtsaktivisten. Mit dem Verkauf von veganen Burgern möchten sie ihre Ideen bekannt machen. Voraussetzung, dass man solche Gedanken für sich selbst einmal zulässt, ist für sehr viele Menschen, dass ihnen Ängste genommen werden. Gesundheitliche Ängste, aber auch Genussängste. Dieser Verlust des guten Essens, das darf man nicht unterschätzen, ist für viele Menschen eine sehr große Hürde, diese Gedanken überhaupt erstmal zuzulassen. Und deshalb glaube ich, ist unser Weg ein sehr erfolgreicher, nämlich Leuten ein gutes Essen zu geben und dadurch den Menschen zu ermöglichen, festzustellen, das Leben geht weiter. Es ist nicht so, dass ich keinen Spaß mehr haben werde oder verhungern werde, sondern im Gegenteil, das schmeckt außerordentlich gut, das tut mir gut. Und deshalb gestatte ich mir, überhaupt weiterführende Gedanken zu machen, ob es denn generell in Ordnung ist, Tiere als Nahrung zu benutzen. Über den Genuss von veganem Fastfood sollen möglichst viele Menschen zum Verzicht auf tierische Produkte ermuntert werden. Würden wir nur für Veganerinnen und Veganer kochen, dann würden wir es nicht machen. So einfach ist es. Ziel dieses Projekts war, das niederschwelligst allen Menschen zu ermöglichen, das mal auszuprobieren und für sich zu entdecken. Und deshalb auch Burger und Wraps, weil das ein bekanntes Format ist. Das ist etwas, da weiß man, was einen erwartet. Da muss man keine Angst haben davor. Und das lässt sich einfach ganz gut in ein System, gastronomisches Konzept packen, so wie wir es vorgehabt haben. Die Covid-19-Pandemie hat die Beschäftigung mit fleischloser Nahrung wieder in den Fokus gerückt. Zumal sich das Virus von einem Tiermarkt in China ausgebreitet haben soll. Die Absatzzahlen von pflanzlichen Lebensmitteln sind während der Krise explodiert. In Amerika, zum Beispiel in den USA, ist der Verkauf von Desinfektionsmitteln für die Hände um 200% gestiegen. Der Verkauf von pflanzlichen Burger-Patties aber um 280% und der Verkauf von Sojamilch und Hafermilch um über 400%. Und auch in China ist es im Moment so, dass die Hersteller von pflanzlichen Lebensmitteln kaum mehr nachkommen. Und das liegt vor allem daran, weil einfach immer mehr Menschen auch diesen Zusammenhang erkennen zwischen der Viehzucht und den Exkrementen und den Pandemien, die da eben auch daraus entstehen können. Via Skype erreichen wir Christian Halper. Der Mitbegründer des Hedgefondsunternehmens Superfund verdiente viel Geld. Heute investiert er in vegane Restaurants wie das Venus in Wien. Sein erstes vegetarisches Restaurant, das Tian in Wien, erhielt als eines von 4 vegetarischen Restaurants weltweit einen Michelin-Stern. Ja, der Ursprung eigentlich war das Thema Wohlfühlen und Gesundheit. Also ich habe gemerkt, dass ich, wenn ich am Abend ein Steak gegessen habe oder einfach schwere Sachen gegessen habe, dann einerseits nicht gut schlafen konnte, schlecht geträumt habe, weniger Energie hatte. Und ich habe festgestellt, wenn ich vegetarisch esse oder in späterer Folge dann vegan, dass es mir da viel besser geht, dass ich keine solche Albträume habe und dass ich insgesamt weniger Schlaf brauche, mehr Energie habe, mich wohler fühle. Ja, es ist einfach rundum besser gefühlt. Mithilfe des veganen Essens könne man viele Probleme auf angenehme Art und Weise lösen, sagt Halper. Man fördert keine Massentierhaltung und spart Ressourcen, in erster Linie Agrarflächen. Derzeit ist es so, dass also mit 80% der landwirtschaftlichen Fläche werden über tierische Nahrungsmittel nur ungefähr 17% der Kalorien hergestellt. Umgekehrt, die 20% der Fläche, die also wirklich für rein pflanzliche Nahrungsmittel verwendet werden, die wir dann konsumieren, die erzeugen ungefähr 83% der Kalorien. Das heißt, wenn wir da jetzt extrem gedacht alle auf vegan umsteigen würden, dann bräuchte man halt statt den 20% 25% der landwirtschaftlichen Fläche. Das heißt, wir können ungefähr 3/4 der Natur zurückschenken, anstatt so wie derzeit Amazonas Regenwald abholzen und solche Dinge. Also das heißt, wir hätten dann einen sehr positiven Effekt. Die Zukunft der Ernährung ist für Christian Halper pflanzlich. Wir werden immer weniger Fleisch essen. Täglich entdecken wir bessere pflanzliche Quellen für unsere Nahrung. Eine unendliche Vielfalt, die es zu erkunden gilt.
Ja, es macht mir irrsinnig viel Spaß, neue Zutaten zu entdecken. Zum Beispiel sowas wie Jackfruit. Das ist eine Frucht, die eher im Süden wächst, die mal so süß gegessen wird. Wenn man die noch nicht ganz reif erntet, dann hat die eine ganz interessante Konsistenz und kann man für alle möglichen Gerichte verwenden, wo man zum Beispiel sonst ein Stück Fleisch verwenden würde oder so. Das wird halt Jackfruit verwendet. Oder es gibt ganz interessante Entwicklungen, wo man einfach auf Basis von zum Beispiel Kichererbsen einen Käse machen kann. Viele unserer Grundnahrungsmittel sind ohnehin vegan. Vegane Speisen sind daher oft problemlos zuzubereiten und zumeist auch sehr billig. Die Ernährungsexpertin kocht ein heimisches veganes Rezept. Wir machen was ganz was Klassisches, das sind Krautfleckerl, das kennt man, das ist eben was Österreichisches und das zeigt halt einfach, wie dieser Veganismus eigentlich eh bei uns auch traditionell begründet ist. Ich mache das natürlich, nein, ich bin Diätologin, ein bisschen optimiert mit weißen Bohnen, damit man hier einfach nur eine bessere Eiweißversorgung hat. Und wir geben das jetzt schon hinzu. Dann kommen schon die Bohnen dazu. Dann die Gewürze. Das wird einmal umgerührt. Man löst es direkt mit Wasser ab. Und dann ist schon fertig. Es ist natürlich so, Geschmäcker sind verschieden. Mir schmeckt es und eigentlich alle Menschen, die zu mir kommen, die sagen auch, oh mein Gott, es schmeckt mir. Das hätte ich nie gedacht. Und genauso muss das sein. Also es muss auch Begeisterung da sein und dann freut einem das natürlich leicht, wenn man anders isst. Veganer werden oft gefragt, was sie eigentlich noch essen können. Ob ihre Ernährung nicht einseitig und eintönig ist. Die Vielfalt der Lebensmittel, die ich benutze, ist eigentlich viel größer geworden. Also viele Sachen habe ich vorher nicht gekannt. Weil du beschäftigst dich einfach, was gibt es vielleicht zu entdecken. Und vorher, wenn ich mich selber anschaue, was habe ich gegessen? Ich habe so klassisch wie meisten Sportler Händelfleisch vielleicht gegessen, Rind ganz selten, Schwein gar nicht und so. Das heißt, ich habe zweieinhalb Sorten von Fleisch gegessen, dazu vielleicht dann Reis dazu oder so. Und da, wenn ich jetzt rückblickend schaue, das war eigentlich das Eintönige damals. Und jetzt habe ich einfach so eine Vielfalt. Es gibt, glaube ich, 50.000, 60.000 essbare Pflanzen theoretisch auf der Welt, die du in allen Formen verarbeiten kannst. Also Eintönigkeit lasse ich nicht gelten, weil wenn du nicht kochen kannst, vielleicht ja. Und selbst ich bin wirklich kein guter Koch, aber selbst ich schaffe, dass ich mir verschiedene Sachen da zubereite. Ja, also bei der veganen Ernährung, da spielt ja immer Eiweiß eine ziemlich prominente Rolle. Und deswegen gibt es so etwas ziemlich Idiotensicheres. Das sind Erbsen. Das ist gut, weil die wachsen auch bei uns. Man kriegt sie in sämtlichen Qualitätsstandards. Und es ist ein relativ preiswertes Grundnahrungsmittel. Und das ist eigentlich ziemlich ideal, weil natürlich es geht um die Verdaulichkeit. Und als Püree nehmen wir dem Körper schon einiges an Verdauungsleistung ab, tut er oft ganz gut. Und es ist wirklich idiotensicher. Und das sind einfach nur Erbsen, Wasser und einfach nur so viel Salz, wie man gerne möchte, lieber ein bisschen weniger wie mehr. Und dann wird das Ganze püriert und fertig. Und das kann man überall verwenden. Et voilà. Bei der veganen Ernährung ist so das grundsätzliche Problem, in Anführungszeichen, dass man sich mit Lebensmitteln sehr gut auskennen muss. In den ganzen Studien steht immer drin, eine gut zusammengestellte vegane Ernährung reicht im Prinzip für die meisten Nährstoffe aus. Die Betonung liegt allerdings auf gut zusammengestellt. Das heißt, der oder diejenige, die sich vegan ernähren wollen, die müssen sich eben wirklich intensiv mit ihren Lebensmitteln beschäftigen. Der Ernährungsmediziner Andreas Michalsen, selbstbekennender Teilzeitveganer, hält die vollwertige vegane Kost für eine sehr gesunde Ernährungsform. Doch vegan bedeutet nicht automatisch gesund. Es gibt Vorteile und Nachteile der veganen Ernährung. Der Vorteil der veganen Ernährung ist dann zu greifen, wenn man sich vollwertig vegan ernährt. Man kann sich auch total ungesund vegan ernähren. Wenn man den ganzen Tag Pommes frites und weiße Nudeln isst und nur Kekse, dann ist vegan natürlich nicht gesund. Also wir nennen das ja die Pudding-Vegetarier oder die Pudding-Veganer. Diese Form von Veganern, die trotzdem nicht gesund sind, die dann auch, wo da auch manche Menschen sagen, ja, die sehen ja so blass aus. Das ist, also man muss sich trotzdem vollwertig ernähren. Und das ist vielleicht
auch der Nachteil der veganen Ernährung, also wenn man sie nicht vollwertig betreibt, dann kann sie schon auch zu Mangelzuständen führen. Veganer neigen laut der Oxford Epic Study eher zu Osteoporose und Knochenbrüchen, da sie wenig Vitamin D und Kalzium zu sich nehmen. Sie verzichten auf Milch und Milchprodukte von Tieren. Kann man aber Soja- und Haferdrinks mit Kuhmilch vergleichen? Vom Eiweißgehalt zum Beispiel oder auch sonst von Fettgehalt und so weiter sind sie durchaus vergleichbar. Das ist aber ohnehin nicht das Problem, sondern das Problem in Anführungszeichen ist das Kalzium. Da sind eben Milch und Milchprodukte, die klassischen Milch- und Milchprodukte, die wichtigsten Kalziumlieferanten. Und Kalzium findet man jetzt sozusagen nicht von Haus aus in den Ersatzprodukten. Jetzt werden viele von diesen Produkten mit Kalzium angereichert, eben um diese Lücke sozusagen zu füllen. Da muss man für sich persönlich entscheiden, ob man das haben will. Es wäre eine gute Möglichkeit, um eben dieses fehlende Kalzium aus den Milch- und Milchprodukten zu ersetzen. Wenn man das eben nicht macht, muss man sich nach anderen Kalziumquellen umschauen. Wie gesund ist Veganismus auf Dauer? Die berühmte Adventistenstudie in Nordamerika zeigt, dass Veganer bis zu einem Drittel weniger Krebserkrankungen haben als Mischköstler. Über einen langen Zeitraum wurden 100.000 Kirchenmitglieder untersucht. Das Risiko, an Diabetes zu erkranken, wird ebenfalls um 50% reduziert, belegen Studien. Und zeigen halt, dass Menschen, die vegetarisch leben oder auch eben vegan leben, zum Beispiel etwas älter werden und weniger für gewisse Zivilisationskrankheiten anfällig sind. Das ist also etwas, was man auch empirisch messen kann. Weil es wird immer wieder argumentiert, naja, die Vegetarier und die Veganer, die leben halt deswegen länger, weil, oder sie haben weniger Krankheiten, weil sie eben auch weniger rauchen oder mehr Sport machen und so weiter. Aber auch unter Herausrechnung dieser Faktoren bleibt dieser Effekt in diesen Studien. Und das sind recht große Studien. Auch interessant, wer macht die Studien? Das sind keine Vegetarierverbände, die könnten sich das nicht einmal leisten. Üblicherweise zum Beispiel in den USA sind es Studien von der American Cancer Society oder großen Universitäten. Insgesamt verbessert sich der Gesundheitszustand von Menschen, die auf tierische Kost verzichten. Das berichten Betroffene. Also ich habe schwer Allergie gehabt. Ja, früher Holunder, Gräser und Pollen. Da habe ich 3 Medikamente, dass ich arbeiten gehen konnte. Das war irre, schon Asthmaanfälle. Und dann auf einmal war das dann weg, seit der Umstellung. Ich bin dann umgestiegen auf eine pflanzliche Ernährung und der positive Nebeneffekt in Neurodermitis ist komplett verschwunden und auch die Allergien sind wesentlich besser geworden. Fest steht, gerade auch aus gesundheitlichen Gründen sollten wir alle unseren viel zu hohen Fleisch- und Wurstkonsum reduzieren. Sie sehen auf dem Teller jene Fleischmenge, die der Herr Österreicher im Durchschnitt in der Woche konsumiert. Das sind 1300 Gramm Fleisch in der Woche. Und es gibt eine neue Empfehlung, die von der Eat Lancet Kommission im Jahr 2019 publiziert worden ist. Und da kommt man auf eine Fleischmenge von 200 Gramm pro Woche ungefähr. Der optimale Fleischkonsum inklusive Wurst, Waren und Schinken sollte also zwischen 0 und maximal 200 Gramm pro Woche liegen. Derzeit ist er 6-mal so groß. Der gesundheitliche Nutzen ist sehr, sehr groß, wenn er von 1,3 Kilogramm auf 200 Gramm pro Woche Fleisch reduziert. Aber danach wird das sehr, sehr wenig. Danach ist es eigentlich eine ethische oder eine ökologische Entscheidung, ob man sagt, wir haben inzwischen die Möglichkeit, uns so zu ernähren, dass Tiere nicht sterben müssen, Tiere nicht gemästet und geschlachtet werden müssen. Und das ergreife ich dann. Also ich glaube, die letzte Entscheidung ist letztlich eine ethisch-ökologische. Deshalb spielen Fleischersatzprodukte eine immer größere Rolle. Viel Forschung und Entwicklung wird dazu weltweit betrieben. Da gibt es eine schöne Studie von A.T. Kearney. Die haben sich angeschaut, der Markt für Fleisch im Jahre 2040. Und die erste Aussage ist, es wird mehr Fleisch konsumiert werden als jetzt. Aber die zweite Aussage ist, dass der Marktanteil von Fleisch aus der Viehzucht auf 40% sinken wird. Und Fleisch aus pflanzlichen Alternativen und auch der Bereich Fleisch aus Zellkulturen wird da ganz massiv zuwachsen. Und wir werden weiterhin Lebensmittel essen, die nach Fleisch schmecken. Aber die Quellen des Proteins werden andere sein und auch ökologischer und sauber sein.
Schon heute finden Veganer den Großteil der Nahrungsmittel im Supermarkt. Es gibt alles für sie. Wurst oder Käse, auf nichts müssen sie verzichten. Das macht es auch für viele einfach, ihre Ernährung umzustellen. Doch meist werden Fertigprodukte angeboten. Da muss man halt in manchen Fällen in Kauf nehmen, dass sie nur so produziert werden können, indem man relativ viele Zusatzstoffe verwendet. Das hängt ein bisschen vom Produkt ab, aber man braucht einfach eine Reihe von, sagen wir mal, technologischen Tricks, in Anführungszeichen, das bitte nicht negativ interpretieren, um eben ein Produkt so aus pflanzlichen Proteinen, im Wesentlichen geht es ja darum, so herzustellen, dass sie die Konsistenz, die Textur, den Geschmack haben wie ein vergleichbares Fleisch oder tierisches Produkt. Manche Veganer vermissen den Fleischgeschmack. Sie setzen daher auf Ersatzprodukte, die das Fleisch imitieren. Und sie lassen sich mit gutem Gewissen solche Fertigprodukte schmecken. Ich kann nur sagen, bei mir war es zum Beispiel so, ich habe 18 Jahre lang sehr gern und sehr viel Fleisch gegessen. Es erinnert mich an Erlebnisse in meiner Kindheit und in meiner Jugend. Ich verbinde das mit positiven Zusammenkünften der Familie. Und ich bin einfach auf den Geschmack konditioniert. Und manchmal möchte ich mir einfach ein Weizenwürstchen oder ein Sojasteak oder ein Erbsengeschnetzeltes machen und deftig und salzig und fettig auch genießen können. Viele Imitate sind den tierischen Pendants geschmacklich durchaus ähnlich. Also wenn Sie jetzt ein veganes Würstel nehmen, das ist, was die Grundzusammensetzung angeht, durchaus mit einer herkömmlichen Wurst in Anführungszeichen vergleichbar. Also zum Beispiel, was den Proteingehalt angeht. Es ist manchmal von einigen Organisationen kritisiert worden, dass der Salzgehalt relativ hoch sei. Da muss man sich überlegen, wie viel von dem konsumiert wird. Und Salz ist halt auch ein Geschmacksträger. Das ist halt technologisch oder sensorisch notwendig. Würde ich jetzt nicht als dramatisch sehen. Aber grundsätzlich sind sie mehr oder weniger vergleichbar. Es ist natürlich so, dass der Hang zu einem Fertigprodukt immer ungünstig ist, weil zum Beispiel der Salzgehalt hoch ist, der Fettgehalt hoch ist, die Ballaststoffdichte zu gering etc. peu. Also das ist, kann man da natürlich weiterspinnen, wenn man jetzt das für ein großes Bevölkerungskollektiv sie anschaut. Ja, aber da geht es mehr um die Fertigprodukte. Und da muss man sagen, da gehört halt einfach vegan, ist dann halt einfach nur ein Label, was ein Produkt gesünder erscheinen lässt. Unsere Esskultur verändert sich aktuell. Eine immer größere Zahl von Menschen entscheidet sich für eine mehr pflanzliche Nahrung, sagt die Zukunftsforscherin. Von der Trendentwicklung her gibt es also Trend gegen Trend und der erste Schritt der Fusionierung ist eigentlich der Flexitarier. Das sind jene, die eben sagen, ich möchte nicht auf Fleisch verzichten, aber ich wähle bewusster. Das heißt, ab und zu Fleisch, weniger Fleisch, bewusstere Wahl. Der Flexitarier hat eigentlich das Zeug zum Mainstream. Der ist schon sozusagen sehr tief in unserer Gesellschaft gelandet, vor allem im urbanen Raum. Und der nächste Schritt, das wäre für mich plant-based, also sozusagen ein liebevoller Blick auf pflanzliche Nahrungsmittel in der vollen Bandbreite. Dazu muss man nicht vegan leben, aber dann geht es nicht um wie viel Fleisch wie beim Flexitarier, sondern das ist sozusagen ein breiterer Blick auf die Potenziale einer mehr pflanzlich orientierten Ernährungsweise. Und ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren viele Produkte sehen, auch die Vielfalt an verschiedenen Gemüsesorten, Hülsenfrüchten, Getreidesorten. Das macht das ganze Ernährungssystem auch viel stabiler, resilienter, nachhaltiger. Also ein großes Zukunftspotenzial. Schon heute zeigen Marktanalysen, 80% der veganen Produkte werden von fleischessenden Menschen gekauft. Es gibt immer mehr sogenannte Flexitarier. Es gibt in Österreich über 4 Millionen Menschen, die sogenannten Flexitarier und Flexitarierinnen, die sagen, sie brauchen nicht mehr jeden Tag Fleisch, sie brauchen vielleicht auch nicht mehr zweimal jeden Tag Fleisch, sondern es reicht einmal die Woche.
Diese Menschen wollen einfach auf ein Maß zurückkommen, wie unsere Großeltern uns das vorgemacht haben. Einmal in der Woche das Sonntagsbraten. Und sie lieben eben auch pflanzliche und vegetarische Alternativen. Und diese Gruppe ist bei weitem die treibende Kraft hinter dieser ganzen Entwicklung und auch dafür verantwortlich, dass die Restaurants und die Produkte im Supermarkt wie die Schwammerl aus dem Boden schließen. Gerade jetzt, in Zeiten der Corona-Krise, verbringen die Menschen mehr Zeit denn je gemeinsam zu Hause am Esstisch. Regelmäßige Mahlzeiten, hauptsächlich auf pflanzlicher Basis, haben eine Renaissance erfahren. Die Google-Anfragen zum Thema, wie koche ich Nudeln, wie koche ich Reis, wie koche ich Erdäpfel, also auch die Basics sind wirklich durch die Decke gegangen. Und das ist spannend. Also für viele war das auch wirklich ein Einstieg ins Kochen und viele für andere, die sozusagen das Kochen davor schon für sich so als kreatives Hobby durchaus entwickelt haben, die haben die Chancen genützt und haben sich sozusagen vertieft. Also die Hefe war ja auch ganz schnell aus. Das heißt, da wurde viel gebacken, da wurde viel fermentiert. Ihr habt viel Nudeln selber machen, Gnocchi selber machen. Also viel Zeit an dieser kreativen, schönen, analogen Tätigkeit des Kochens. Also ein Revival des Kochens und der Küche. Und das Essen hat nicht nur Struktur gegeben, sondern auch Halt und Sättigung. Aber es stärkt sozusagen auch die Gemeinschaft. Also Essen in Zeiten von Corona zeigt wieder mal sein kreatives Gesicht. Wir sind wieder bei der Abschlussprüfung der jungen veganen Köchinnen und Köche in der Gastgewerbefachschule in Wien. Das ist diese grüne Sauce noch einmal für mich. Die Avocado-Mango-Creme. Avocado-Mango-Creme. Ah, das ist karamellisiert, gell? Ja. Mhm. Die meisten haben mit viel Freude ihre veganen Lieblingsgerichte zubereitet. Chili con Soja. Die Burger finde ich persönlich auch sehr gut. Ich habe sie auch schon zu Hause gemacht. Es ist mit gekochten Bananen. Das ist eine Art von Mauritius. Man macht, vorbereitet das mit vielen Gewürzen, Currypulver. Ja, das ist eins von meinen Lieblings. Das vegane Curry, würde ich sagen. Ich glaube einfach, mit guten Gewürzen schmeckt alles vegane gut, auch wenn man glaubt, dass das irgendwie langweilig schmeckt, aber wird gut schmecken. Die Lehrkräfte sind begeistert. Die Schülerinnen und Schüler haben sehr abwechslungsreiche und wohlschmeckende Gerichte gezaubert. Der vegane Haubenkoch Siegfried Kröpfel kommt ins Schwärmen. Viele schimpfen immer über die Jungen, ja, die Faulen, was nicht was. Das stimmt überhaupt nicht. Die jungen Menschen sind super, die sind offen. Da können wir noch was lernen. Und glaube, haben wir schon viel gelernt. Ja? Und die machen das schon richtig. Ja? Das ist schon gut. Und die nächste Generation wird es dann, das wird dann, ja, das wird. Okay. Sie garantieren, dass immer mehr Restaurants vielfältige, schmackhafte, vegane Speisen auf der Karte haben werden. Habt ihr wirklich toll gemacht. Super von meiner Seite. Wieder zurück bei Familie Wolter. Für Andreas und seine Schwester Anja ist der vegane Lebensstil nicht mehr wegzudenken. Beide haben sich aus ethischen Gründen dafür entschieden. Das erleichterte Gewissen machte auch die Umstellung einfach. Am Anfang war Käse sehr schlimm, als ich umgestiegen bin von vegetarisch auf vegan. Aber ja, jetzt habe ich auch den Käseentzug hinter mir und bin happy und mir fehlt gar nichts. Viele negative Assoziationen werden damit vegan also ungerechtfertigterweise oft in Verbindung gebracht. Aber auch dieses Gesunde. Also wie gesagt, wenn ich Schokolade und Eis und Burger und Pizza jeden Tag esse, werde es nicht gesund sein. Mir wird es kacke gehen, ehrlich gesagt, und ich werde es keinen empfehlen. Wenn einer sagt, ich möchte den Tieren nichts tun, aber mich ungesund ernähren, go for it. Aber ich würde es nicht empfehlen. Also aus Gesundheits- und Leistungssicht bitte nicht verwechseln. Weil die Leute immer glauben, vegan ist automatisch gesund, was nicht der Fall ist. Und wie gesagt, bei Veganismus geht es auch nicht um die Gesundheit. Aber eben, das ist das Wichtige, wenn du dich bewusst, ausgewogen und bedarfsdeckend ernährt, dann kann eine vegane Lebensweise und die entsprechende pflanzliche Ernährung dazu
durchaus vorteilhaft und sehr gesund einfach sein.